Ich leuchte mal hier großflächig aus. Ja, ist tatsächlich so. Also, wann ist das riesig? Das sagen sie immer alle. Glaubst du nicht? Ich hab's gesehen. Ich sehe dich, du Arschgesicht. So, kannst mal sehen, ne? Wärst mal weggeblieben, hättest jetzt noch ein Leben, Digga. Du hattest doch noch nie ein Leben. Da kommt der nächste Kackfrosch. No risk, no fun. For everyone. Alter, ist das... Ja, ich will nicht schon wieder sie zitieren, ne? Weil sie sagt das echt immer. Immer. Eieiei. Da ist der Ozean durch die Decke gekommen. Ist es denn so? Eieiei. Ja, also das ist die seltsamste Wüste ever. Denn in dieser Wüste ist überall Wasser. Also ist es keine Wüste. Da unten ist eine Mine. Und ich sehe einen Giftspinnen-Spawner. Und der liegt offen. Und ich sehe einen Endermann. Und der steht da offen. Und ich sehe meinen Hustenschnitz und der steht. Nein! Das ist natürlich nicht. Ich würde niemals mit offenem Hosenschlitz let's playen. Das machen nur schlechte Menschen. Ach, du bist ein schlechter Mensch, okay. Ich weiß Bescheid. So. So, damit können wir dann auch gleich mal die Schabitzhacke reparieren. Ja. Und gleich wieder kaputt machen, weil Rohstoff. Ja. Ich habe mich nur gerade gefragt, ob ich unter Umständen zurückgehe, den zweiten Ofen fertig mache. Ja, so wird die Spitzhacke natürlich nie heil, wenn ich hier auch noch irgendwie das Lulli-Gestein damit abbaue. Ja, also ich wendle mich hier mal runter. Ich habe gehört, der Wendler fängt wieder an, irgendwie seinen Quatsch zu machen. Er hat da irgendwie so ein paar DJs gefunden, die wohl irgendwie mit ihm zusammen... Ach, ich kümmere mich schon wieder um Dinge, die ich eigentlich im Sinne meiner geistigen Gesundheit ignorieren und nicht weiter verfolgen sollte. Na? Also ist doch so. Ja, ich hab hier so einen Kollegen, der hat mich mal eine ganze Zeit lang mit dem Wendler genervt. Hat mir ständig irgendwie Dinge über ihn erzählt per Handy auf der Bluetooth-Box irgendwelche von der sogenannten Musik abgespielt. Und das ist wirklich grausam. Also, ja, ich muss wirklich sagen, solche klanglichen Erzeugnisse wie die vom Wendler, die verstoßen gegen die Genfer Konvention. Also, kannst du mir sagen, was du willst? Ist so. Also, ich gehe mal hier rüber und schau mal, dass ich hier ein bisschen für Ordnung sorge, auch wenn man das von mir gar nicht erwartet. Weißt du, dann mache ich hier noch mal ein bisschen platt. Ach, da oben ist unser... Ja, super. Den Zugang dazu auch noch versaut. Okay, alles klar. Weißt du, da wir genügend Fackeln haben, sage ich einfach mal so. Ich mache noch mal das Eisen da rein.
Weißt du was? Falls es uns hier zerlegt, ne? Was ja nicht ganz ausgeschlossen ist. Da hast du eben Datum gesehen, wann hier aufgenommen wurde. So, also wann hier aufgenommen wird gerade. Wenn du das siehst, ist das natürlich schon wurde. Das war gemeint jetzt. Ich könnte hier auch mal eine Truhe aufstellen. Ich glaube, genügend Holz habe ich dabei. Oh Mann. Das wird dieser Weg, ne? Ja, also das hier geht noch. Weißt du, dann mache ich das so. Habe ich denn eine Schaufel? Dann geht das doch mal viel besser. Ja. Wer klopft denn da? Nee, also das ist nicht, weil ich zu laut bin oder so, sondern hier ist heute schon die ganze Zeit irgendwie. Also heute schon am Tag ist hier so ein Knallkopf, der hier die ganze Zeit kloppt. Weißt du, da bin ich mal ganz schlau und hau hier einfach mal einen dran. So. Und muss mich jetzt nur dran gewöhnen, dass das an den anderen Stellen auch noch so ist. Und da fällt auch der halbe Ozean in die Höhle. Hier ist jetzt wieder... Nee, ist nicht, aber hier ist Lücke drunter. Genau. Guck, aber das kriegen wir. Baue ich mich hier so runter. Und da unten ist ein Giftspinnen-Spawner. Der liegt offen. Kann natürlich auch sein, was auch schon öfter passiert ist, dass das nur Netze sind. Cobwebs, also das amerikanische Polizei-Internet, wie ich immer sage. Ja. Schlechte Witze. So. Ja, also wie lange mache ich jetzt hier noch? Warte mal, wie lange bin ich eigentlich schon wieder dabei? Halbe Stunde? Okay, alles klar. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt so rund 3,5 Stunden. Ach, ich habe gar nichts eingegossen an Getränken. Doch, hier ist noch ein eiskalter Tee. Ah, ich habe es wieder irgendwie geschafft, den Honig an die Unterseite der Tasse zu kriegen. Ja. Chaos Lord am Start. Aber auf dem kleinen Tisch da, wie ich schon mal gesagt habe, ist Küchenrolle ausgebreitet. Also wenn mir solche Malheure passieren, dann macht das nicht viel. Malheur. Grand Malheur de Kack. So. Ja, sind wir gleich unten und da unten sehe ich auch schon das, was ich begehre, nämlich Kohle. Es geht immer nur darum. Ich mache mal hier lieber einen etwas größeren Eingang, etwas großzügiger, dass wenn ich hier unten jetzt auch was treffe, was mich unbedingt in die Luft sprengen, tot beißen oder was auch immer will, na, dann sage ich Badge und renne nach oben. Ah! Ja. Ich will zumindest die Spitzhacke reparieren, aber das sollte kein großes Problem sein, wenn ich nicht gerade auf neue Eisenvorkommen stoße. Dann scheiß doch einfach auf das Eisen. Nein, auf dieses Eisen. Kann ich keine Witze recyceln. So. Ja, Kupfer. Da. Cookie. Das muss weg. Ich habe die Spinne getroffen aus Versehen. Ja, die muss aber auch weg. Bleib mal stehen, du Kack. Da kommt noch eins. Alter, sind da viele hier, ne? Wollte gerade sagen, treffe ich auch noch mal, aber dann hat sich das auch schon erledigt gehabt. Ja.
Alter, ist das dunkel. That's what he said. Nö, musst du nicht verstehen. Verständnis wäre schön, aber ist nicht mandatory. Ich sehe so viele Dinge, die mir gar nicht gefallen. Mimi. New underwear, anyone? Spinny! Du alte Drecksau, ich bin weg. Kannst du mal sehen, das kommt davon. Ja, ach. Mir fällt so viel ein, was ich eigentlich heute machen will. Wow! Das hört sich aber... Ja, jetzt sagt, das ist... das sagt er doch immer. Ja, und wie oft habe ich recht gehabt? Na, wie oft hatte ich recht, wenn ich gesagt habe, das hört sich doch verdammt nach einem Zombie-Spawner an. Guck mal, hier hat schon wieder... Naja, das kann auch von oben runtergefallen sein. Mangels Beweisen schließe ich eine andere Quelle des Ganzen einfach mal aus. Komm schon her, du feige Sau. Meine Güte. Ich nenne dich Marty McFly. So. Wie hieß der, sein Antagonist nochmal? Butch? War das Butch? Oder ist das schon wieder ein anderer Film gewesen? Bin ich jetzt im falschen Film oder was? Ich glaube, ich bin im falschen Film. Na komm her, du Sau. Du willst es doch auch. Der hat mich hier voll in den Dark rumgelockt. Hast du das mitgekriegt? Oh, hast du das gesehen? Fallende Glow Squids. Oh, ist das geil. Da gibt es sicherlich jede Menge Clue-Inke. Ach, guck mal, was da kommt. Flieg, Kleiner, wählen Sie dich. Ich muss mal kurz ein bisschen zurückweichen. Die Jungs sind jetzt sauer. Wenn die nicht da irgendwo unterirdisch wären, hätte ich jetzt ein Problem. Ach, guck mal, ich sehe ein Problem. Problem voraus. Hau nicht ab, Problem. Problem ist schon gelöst. Manche Dinge... Was machst du denn hier? Geh gefälligst weg. Ein Schuss. Ich hätte beinahe ein Zitat aus dem Zweiten Weltkrieg verwendet. Ach du Sch... Eieiei. Los, aufpassen, dass ich hier nicht runtergesprengt werde, wenn ich hier... Jetzt guck dir den Scheiß an. Das kannst du dir nicht ausdenken. Alter, hör doch mal auf, hier rumzustampfen. Was auch immer du bist. Ich kann mir schon vorstellen, was das ist. Und ich mag ihm nicht begegnen. Ich gehe jetzt lieber mal hoch zu den Öfen. Die müssen gefüttert werden. Meine Öfchen brauchen Essen. Das ist ein fucking Zombie-Spawner. Ich garantiere es dir. Ich grab da gleich runter und lass mich reinfallen in die ganze Höhle. Oha. Das ist mal unangenehm, ne? Okay. Da oben wird es, glaube ich, gerade Nacht. Boing, 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 boing. Wundervoll. Guck mal, so viel Zeug. Da kriegst du ein Rohr, Digga. Ja, das raus. Das rein. Eigentlich müssten wir heute noch das Volk der Kühe beglücken. Das
hört sich so falsch an, aber ich finde das lustig. Ja, ich mache jetzt hier einfach mal eine Doppeltruhe. Oh, ich hätte beinahe die Shift-Taste gedrückt, dann hätte ich ganz, ganz viele Truhen gehabt. Wenn ich mich recht erinnere, 8 Stück. Ja. Ich weiß es doch nicht. Wollen wir es mal ausprobieren? So, ich packe erstmal einen Abraum, der hier in irgendeiner Form hier das Inventar verstopft, da rein. Spinnenaugen. Ja, also, das möchte ich sehen. Spinnenaugen entfernen. Unter Mikroskop. Hui, schlaf ich schlaf. So oft habe ich heute schon geschlafen? Ding. Das ist ja... Es ist incroyable. So, also ich möchte auf jeden Fall noch, so lange wie ich da Kaffee habe, möchte ich hier noch spielen. Und ja, also wenn die Facecam voll läuft, dann läuft es halt voll, ne? Ja, das tut sie dann wohl, ne? Ist doch so. Erstmal hier irgendwie ganz schnell. Oho, oho. Und ganz grob ausleuchten. Leucht. Stell dir vor, ich komme hier raus und da kämpft ein Klo-Ink-Dings um sein Leben. Bin gerade ein bisschen nervös. Kannst verstehen? Danke. Bist Freund. Ja, ganz unangenehm. Die Situation. Wo sind meine Stöcke? Habe ich. Alter. Ich habe keine Kohle mehr. Ja, fuck. Warte mal. Dann. Da gibt es eine Lösung für. die heißt Kohle abbauen. Oh, 27 Erfahrungslevels. Time to say goodbye. Der Honk ist gleich zu bei. Und wenn er am Boden liegt, dann hat der Creeper gesiegt. Ja. Time to. Ich komme nicht so hoch mit der Stimme. Vor allen Dingen nicht, wenn ich so leise singen muss. Kennst du vielleicht auch, ne? Dass du höher mit der Stimme kommst, desto mehr Druck du auf die Trompete gibst, ne? Ist doch so. Oder sehe ich das falsch? Ich habe ja hier Zuschauer, die sich durchaus in der gesanglichen Welt exzellent auskennen. Auf weitaus professionellere Art und Weise, als ich es jemals gehabt tuten habe. Also ich glaube, ich will mich ja nicht zu weit aus dem metaphorischen Fenster... Oh, danke für die... Oh, Kacke. Bist du bescheuert, Alter? Springst du einfach in so eine... Springst du einfach in so einen Graben rein? Mal eben. Nein, also ich möchte mich nicht zu weit aus dem metaphorischen Fenster herauslehnen, aber es sieht so ein bisschen so aus, als wäre der Spinnenspawner da vorne, der da frei liegt, inaktiv beziehungsweise nicht vorhanden. Oha, dafür gibt es Creeper. Alter, habe ich viel ausgeleuchtet schon. Diggi, Creeper, bleib mal stehen. Alter, du sollst stehen bleiben. Du kriegst aufs Maul. Creeper so, das wollen wir immer sehen. Ja, siehste, guck, schon passiert. Doch, der Spawner ist aktiv. Ich glaube, ich habe soeben beinahe mit der ersten... Nö, das ist normale. Oder? Are you Cave Spider?
hier? Ja, Kunden, was denkst du denn? Wonach sieht's denn aus? Leute, ich muss das Wasser irgendwie mal ein bisschen einhegen hier. Sonst wird das mit dem Exploring. Hier sind überall Klospritz, was? Das hatte ich vor einiger Zeit, als mein Spülkasten kaputt war. Da hatte ich Klospritz. Aber sowas von. Hört sich aber irgendwie unanständig an, ne? Du kleine Ratte, pass mal auf. Nimm das. Rattengesicht. Doch, der ist aktiv. And I think. Nö, das ist normale. Aber. Ich habe nichts dagegen, dass das normale sind. Ich bin was von einem Geniestreich. Sagte er. Das Ding hat gar keine Anstalten gemacht, in irgendeiner Form irgendetwas zu spawnen. Ja, und ich weiß, man muss nicht an alle Seiten, aber das ist alte gute Tradition seit meinen Noob-Tagen. Wie, du bist immer noch ein Noob, Digga. Ja, das mag sein. Du bist ein missgünstiges Arsch. So. So, jetzt können wir die wieder mitnehmen. Alter, hast du mich erschreckt. Kacke. Oh, guck mal. Schisspulver. Das ist gerade einem Creeper aus dem Popo gerutscht. Ja, ist eklig. Ja, auf jeden Fall.